Gut, Aufnahme läuft. Also kommen wir jetzt zum Kapitel 03. Jetzt wird es etwas handfester. Informatik und Gesellschaft ist ein wesentliches Thema in beiden Curricula, Lehramt-Gymnasium Oberstufe und lehramtsberufliche Schulen im Land Hessen und sicherlich auch in den anderen Bundesländern. Aber gehört jetzt nicht so zum Eingemachten in der Informatik nicht. Jetzt kommen wir eher so zum Eingemachten. In der Aufteilung auf die Fachdidaktik 1 bis 3 haben wir uns dafür entschieden, dieses Thema jetzt hier in der Fachdidaktik 1 zu haben. Was eng an der Fachwissenschaft noch so alles dran ist, an der Fachwissenschaft Informatik, Themen wie Datenbanksysteme, theoretische Informatik und so weiter. Entschuldigung, das kommt dann eher in der Fachdidaktik 2 und Fachdidaktik 3. Hier machen wir danach noch ein bisschen weiter mit allgemeiner Didaktik und allgemeiner Fachdidaktik. So, Probleme von Programmieranfängern. Sicherlich ein wichtiges Kernthema. Auch für Ihre Unterrichtsversuche beispielsweise bei uns später in Praxisphase 3 oder schulpraktische Studien 2 und dann in der Schule und auch dann direkt im Vorbereitungskurs, im Referendariat und so weiter natürlich. So, ich möchte einen kleinen Überblick geben. Also das ganze Thema wird jetzt sehr an der Literatur, an der Forschung orientiert sein, aber ich werde mir die Freiheit nehmen, an der einen oder anderen Stelle auch noch Ergänzungen vorzunehmen, insbesondere weil ich mir ja auch für die FOP im ersten Fachsemester ja viele Gedanken gemacht habe über Didaktik und weil die Situation in der FOP, zumindest im Land Hessen, nicht so viel anders ist als in der Schulen. Ja, berufliche Schulen ist Erwachsenenbildung oder beinahe Erwachsenenbildung und Lerngymnasium findet im Land, also Informatik in Berufsbild, in allgemeinbildenden Schulen findet in Informatik ja weitgehend in der Oberstufe statt. Das ist auch Erwachsenenbildung oder fast Erwachsenenbildung. Wir sind da sehr nah beieinander und die Themen in der FOP sind ja auch Themen zentrale Themen in der Schule, in allen Arten von Schulen, wo überhaupt Informatik ernsthaft vorkommt. So, in der Literatur hat man so verschiedene Arten gesammelt. Ich möchte die auch noch ein bisschen, also das meiste hier kommt aus der Literatur, hier und da vielleicht auch ein paar Sachen, die wir selber zusammengetragen haben. Ein Punkt ist der, dass Leute, die mit dem Programmieren beginnen, erst einmal wie bei jeder anderen Sache auch aus der Froschperspektive starten, aber in eine Art Vogelperspektive kommen müssen. Ja, dass sie nicht mehr jedes einzelne Schlüsselwort und jeden einzelnen Operator, jede einzelne Klammer so für sich anschauen müssen und so nach und nach und auf der Ebene versuchen zu verstehen, was da passiert, sondern dass sie mit einem Blick draufschauen und feststellen, aha, das ist eine Schleife, in der das Maximum aus einem Array berechnet wird oder so. Das sind andere, die ich aus der Literatur im Wesentlichen entnommen habe. Also das ist jetzt auch etwas, was uns zum Beispiel jetzt in der Praxisphase 3, schulpraktische Studien 2 bei den Unterrichtsversuchen in der Schule ins Auge gesprungen ist, was da für Schwierigkeiten sind in dem Fall bei den Schülerinnen und Schülern. So, wenn eine gute Möglichkeit, allerdings jetzt auch schon wieder 3 oder 4 Jahre her, ist die Staatsexamensarbeit von der Frau Esche, die Sie auch in Moodle finden. Frau Esche ist eine Mitarbeiterin bei mir, die auch in der Fachdidaktik tätig ist. So, ich beginne also mit diesem ersten Punkt, Froschperspektive in Anführungszeichen gesetzt, weil es natürlich eine Metapher ist. So, in der Froschperspektive haben Sie so etwas, nicht? Wenn jemand, der bisher nur die Froschperspektive erreicht hat beim Programmieren, versuchen soll zu erklären, was da so passiert, wird er oder sie in so einer Art und Weise dann darüber sprechen. Und wenn jemand die Vogelperspektive erreicht hat, wird er oder sie über dasselbe Thema dann eher in dieser Form sprechen. Also die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, ist sicherlich ein guter Indikator dafür,
wie weit jemand schon ist von der Porsche-Perspektive in die Vogelperspektive. Ja, das ist überall woanders genau dasselbe, nicht? Wenn Sie an Spiele denken, beispielsweise Schachspiel, ist genau dieselbe Situation, dass Leute, die noch nicht viel Erfahrung mit Schachspielen haben, die noch nicht viele Spiele gespielt haben, immer sozusagen die Diagonalen verfolgen müssen, wohin der Läufer jetzt zielt und so weiter. Und wenn man eine hohe Spielstärke erreicht hat, dass man gleich sieht, es macht Sinn, das Läuferpaar auf den Damenflügel zu stecken, sodass sie dann konzertiert den König hinter seiner Rochadestellung anzugreifen oder solche Sachen. Ja, also ist eigentlich überall so. Ist genau dasselbe wie mit Autofahren, nicht? Am Anfang muss man sich auf Kupplung und Gas und Bremse und Schalten konzentrieren. Und irgendwann macht man das so automatisch, dass man es gar nicht mehr mitbekommt. So, der wichtige Punkt dabei ist, wo wir leider auch von unserer Erfahrung reden müssen, ist, Sie sollten immer davon ausgehen, zunächst mal, dass die Lernenden in der Froschperspektive verharren, dass sie noch nicht in der Lage sind, über sozusagen die einzelnen Elemente, also dass sie immer noch den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, so könnte man. Sie kennen dieses Sprichwort vielleicht. Und gehen Sie auch davon aus, dass das nicht mal eben schnell in einer Schulstunde plus Hausaufgaben passiert ist, sondern dass das ein Prozess ist, in dem die meisten eher langsam reinwachsen müssen. Natürlich gibt es auch immer Überflieger, die da ganz schnell reinkommen, ohne jeden Zweifel, aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch viele Leute, die da eher langsam reinwachsen. Ja, im Land Hessen ist es momentan noch so, dass Informatik eigentlich praktisch überall freiwillig ist. Also wenn Sie Informatik als Pflicht haben, an irgendeiner Schule können Sie natürlich immer noch die Schule wechseln, aber ansonsten ist im Land Hessen das nur freiwillig. Das heißt also, Sie haben jetzt nicht die ganz schwierigen Fälle unbedingt. Also diejenigen, die überhaupt nichts mit Informatik am Hut haben, die möglichst Informatik vermeiden wollen und die auch überhaupt keinen Zugang dazu haben, die werden Sie im Land Hessen bis auf Weiteres leider, würde ich sagen, nicht in Ihrem Unterricht haben. Wird sich vielleicht ja auch mal ändern. So, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wenn Sie merken, jemand kann über die eine Sache schon sehr gut aus der Vogelperspektive reflektieren, dass es noch lange nicht auch mit jeder anderen Sache genauso ist. Schach etwa hatten wir als Beispiel und Autofahren brauche ich nicht nochmal durchzugehen. So, ein Punkt, der insbesondere bei dem Wechsel von Froschperspektive zu Vogelperspektive wichtig ist und auch Schwierigkeiten sicherlich macht, sind solche Sachen wie eben Zusammenfassung, hierarchische Zusammenfassung. Ja. Im Rumpf dieser Vorschleife ist eine If-Verzweigung plus eine While-Schleife plus noch eine andere Anweisung. Und in der While-Schleife ist wieder eine If-Verzweigung und noch eine Vorschleife und so weiter und so fort. Bis dieses Verständnis der hierarchischen, dass hierarchisch immer wieder alles dasselbe sein kann, sozusagen. Dass das alles ineinander hierarchisch abläuft und dann natürlich alles, der ganze Rumpf einer Schleife eben durch den Schleifenkopf gesteuert wird und solche Sachen. Oh, das ist sicherlich etwas, zum Beispiel ganz primitiv auf syntaktischer Ebene, was jetzt wo zusammengehört, wo die schließende Klammer zu einer öffnenden Klammer ist, was natürlich dann besonders schwierig wird, wenn man mit den Einrückungen nicht so penibel genau ist. Was worin geschachtelt ist, ja, ob die Klammern überhaupt alle da sind, die notwendig sind, um es korrekt zu machen. Ja, wenn Sie beispielsweise in einer Beischleife in den Rumpf mehrere Anweisungen drin haben, dann werden Sie vielleicht alle diese Anweisungen im Rumpf noch eins einrücken gegenüber der Weilschleife. Aber wenn Sie vergessen, die Klammern drumherum zu setzen, was Anfängern sicherlich sehr leicht passieren kann, dann wird eben nur die erste Anweisung in der Schleife ausgeführt und alle anderen Anweisungen nur einmal, nachdem die Schleife verlassen worden ist, falls sie nicht sowieso dann eine Endlosschleife dadurch geworden ist. Hier ein Beispiel, was ich auch in der FOP thematisiere, Dangling Else, das hängende Else. Unter welchen Umständen will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Und
welchem if gehört denn so ein einzelnes else? Ja, das finden Sie sowohl in der FOP, das finden Sie auch also mit Dangling Else finden Sie das eigentlich sehr, sehr schnell, auch im Internet. Ja. Das Problem ist häufig, dass der Compiler einem da keine Hilfestellung gibt, weil es aus Sicht des Compilers völlig korrekt ist. Es ist nur nicht das, was Sie eigentlich gemeint haben, was Sie eigentlich programmieren wollte. Der Compiler findet den Fehler nicht, es geht durch. Das Programm wird vielleicht sogar fehlerfrei durchlaufen, es liefert aber die falschen Ergebnisse. So, das ist jetzt alles erstmal zur Forschungsperspektive. Wir machen hier einen Überblick und dementsprechend könnte man natürlich noch vieles zur Forschungsperspektive sagen, noch viele Beispiele geben. Aber hier geht es ja erst einmal um diese Veranstaltung ist ja der allererste Schritt in die Fachdidaktik, typischerweise, wenn Sie nicht andere Lehrveranstaltungen vorgezogen haben. Und dementsprechend verbleiben wir hier erst einmal mit einem Überblick. Zweiter Punkt ist das Verständnis für Datenmodelle. Das Kernproblem ist da sicherlich das Problem zu verstehen, was Variablen sind und Speicherplatz sind. An den Sprachen wie Java wird man klarkommen müssen mit den Problematik Referenz und Objekt. Und im Zusammenhang mit Referenz und Objekt dann mit der Problematik Objektidentität und Wertgleichheit. Das sind schwierig zu verstehende Dinge und Sie haben in den Schulen typischerweise Programmiersprachen wie Java, in denen auch in denen alle diese Punkte eine Rolle spielen, in denen alle diese Punkte mitbedacht werden müssen, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben ab einem gewissen Level dann korrekt lösen wollen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, Variable und Speicherplatz. Hier haben wir eine Problematik drin, dass das Wort Variable in der Mathematik etwas subtil, aber doch fundamental anderes bedeutet als in der Informatik. Ja. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Studierenden sind viel, viel länger schon mit dem Begriff Variable aus der Mathematik vertraut und lernen dann auf dieser Basis dann den Begriff Variable nochmal in der Informatik kennen. So, was ist eine Variable in Mathematik? Eine beliebige, aber festes Element für alle x aus R, nicht für alle reellen Zahlen x gilt. So kennen Sie das. Dann ist x die unabhängige Variable und wenn Sie y gleich f von x haben, ist y dann entsprechend die von x abhängige Variable. So kennt man das in der Mathematik und zumindest was prozedurale Sprachen wie Java angeht, Sie haben ein etwas anderes Modell in der FOP mit der funktionalen Sprache, bei mir Racket, kennengelernt, dass man da eigentlich gar keine Variablen hat, dass Variablen eigentlich ein Element von prozeduralen Sprachen sind, beziehungsweise in funktionalen Sprachen wie Racket werden solche antifunktionalen Konzepte wie Variable auch mit hineingenommen, zähneknirschend, weil man sonst wahrscheinlich fast niemanden davon überzeugen kann, in so einer Programmiersprache zu programmieren, weil es doch alles zu umständlich wird. So, hier haben wir etwas anderes. Wir haben hier einen Namen für einen festen Speicherplatz. Ja, und eben nicht fest wie hier oben, ein festes, beliebig zwar ausgewähltes, aber festes Element x. Und wann immer jetzt im folgenden x vorkommt, ist x immer derselbe beliebige, aber feste Wert. Während wir hier haben, wenn x später vorkommt, je nachdem, wie wir x bis dahin überschrieben haben, steht x dann jeweils für einen anderen Wert, nämlich für den Wert, mit dem der Wert in x mit der letzten Zuweisung überschrieben worden ist. Im Gegensatz zu einer Konstante, also eigentlich ist so eine Variable hier in der Mathematik eher vergleichbar zu einer Konstanten in der Informatik, aber konstant in der Mathematik wiederum, da denkt man eher an die Kreiszahl Pi oder die Eulersche Zahl E und so weiter. Also wir haben hier eine gewisse Sprachverwirrung, die wir sicherlich nicht werden auflösen können, mit der wir also umgehen müssen, für die Sie aber auch sensibilisiert sein müssen, wenn Sie Ihren Schülern und Schülerinnen das Thema Variable beibringen. Es ist die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, die Mathematik als Ausgangspunkt zu nehmen und dann zu versuchen, auf der Basis
ein Verständnis zu wecken, was Variablen in der Informatik sind, denn sie sind doch fundamental etwas anderes. Hier etwa mit so einer Überschreibung des Wertes. So, was ich, wenn Sie bei mir die FOP gehört haben, dann wissen Sie, wie ich das mache. Ich fange schon in der ersten thematischen Stunde an, also nicht in der Organisationsstunde, sondern in der ersten inhaltlichen Stunde fange ich schon an, alles Mögliche in einem vereinfachten Computermodell, in einem vereinfachten Modell eines Computerspeichers vor allem darzustellen und zum Beispiel solche Variablen von primitiven Datentypen wie int dann entsprechend zu sagen, okay, hier ist eine Speicherstelle, besteht aus so und so viel Bit, alle immer dieselbe Anzahl Bits und für diese Speicherstelle hat sich das Programm i, das Wort, oder immer dann, wenn der Compiler das Wort i, den Identifier i findet, setzt er sozusagen, wenn man so will, die Adresse dieser Speicherstelle ein. Ob das jetzt die beste Möglichkeit ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit, um hier das Verständnis dafür, was das eigentlich ist, so eine Variable von einem primitiven Datentyp, nochmal zu stärken, um denjenigen Studierenden bzw. Schülerinnen und Schülern, die mit einer abstrakten Erklärung noch nichts richtig anfangen können, um denen noch eine zweite Chance, eine zweite Sicht zu geben, mit der sie sehen können, was das eigentlich ist. So, in der Literatur wird interessanterweise gar nicht auf sowas eingegangen. Vielleicht einfach deshalb auch, weil es zu naheliegend ist, weil viele Leute das machen. Also ich erhebe keinen Anspruch auf Originalität hier. Sondern man hat sich dann eher andere Sachen, die vielleicht ein bisschen ähnlich sind, angeschaut. Und ich bin persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, persönlich bin ich der Meinung, dass das eigentlich die beste Möglichkeit ist, immer mit so einem vereinfachten Computerspeicher zu arbeiten, weil es lebensnah, realitätsnah ist und weil auch alles Mögliche sich darin darstellen lässt, auch kompliziertere Sachen später, mit einem einzigen Modellansatz. Aber da kann es natürlich auch unterschiedliche Meinungen geben. Und was zum Beispiel in der Literatur betrachtet wurde, ist ein sogenanntes Behältermodell. Das heißt, man guckt sich nicht das an innerhalb von so einem großen Computerspeicher, sondern sozusagen jede Variable ist ihr eigener Behälter, unabhängig von allen anderen, irgendwo ein Schuhkarton oder was auch immer, für binär repräsentierte Daten und hat keinen Deckel und hat einen Zettel drin und das ist der Wert. Also Sie haben einen Schuhkarton beispielsweise, so eine Schachtel halt, und da steht vielleicht, und der Zettel ist, da drin ist die 1, wird ersetzt durch eine 2 oder so etwas. Und der Name der Variable, das I oder J auf der letzten Folie, das ist halt am Behälter dran. Ja, also der Zettel ist austauschbar. Sie nehmen den Zettel raus und ersetzen ihn durch einen anderen, überschreiben die Daten damit und hängen das Etikett. Aber der Name des Schuhkartons ist immer derselbe, hängt am Behälter dran. Könnte ich mir gut vorstellen für Schülerinnen und Schüler in jüngeren Klassenstufen, wo jetzt dieses Modell vielleicht noch ein bisschen zu hoch ist, aber wo man solche Sachen vielleicht ganz gut tatsächlich haptisch, also mit echten Behältern und echten Zetteln, mal durchspielen kann. Zuweisung eines Wertes bedeutet dann eben, der alte Zettel wird rausgeschmissen und der neue Zettel wird reingetan. Der Behälter ist beständig. Das entspricht einer Variablen, der Inhalt wechselt, entspricht auch einer Variable. So, ein weiteres Modell für Variablen-Speicherplatz habe ich auch aus der Staatsexamensarbeit von der Frau Escher hergenommen und frei nach Escher heißt immer, ich habe es natürlich nochmal hier aufbereitet für diese Folienpräsentation. Im Wesentlichen heißt es auf das Wesentliche gekürzt, so auf Stichworte gekürzt. Das ist ein bisschen komisch, erst einmal. Also da habe ich auch erstmal stutzen müssen. Ich erkläre es erst einmal oder ich führe es erstmal ein und dann sehen wir vielleicht, wenn wir es in Gesamtschau sehen, nochmal näher, dass es gar nicht so komisch ist. Also
jede Zahl, also nehmen wir einen primitiven Datentyp int. Die 0 ist ein Objekt, die 1 ist ein Objekt, die 2 ist ein Objekt, die minus 1 ist ein Objekt, die minus 2 ist ein Objekt und so weiter und so fort. Also wir haben zum Beispiel für den primitiven Datentyp int so viele, 2 hoch 32, viele Objekte in Java, eben wie dieser Datentyp Werte annehmen kann. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wenn wir mehrere Datentypen haben, int und short beispielsweise, ob int 1 und short 1 hier in diesem Modell gedacht sind als dasselbe Objekt oder ob sie gedacht sind als unterschiedliche Objekte. Beides könnte man denken. Ich glaube nicht, dass dieses Modell so weit durchdacht worden ist. Wüsste ich jedenfalls jetzt nicht. So, und der Name ist temporär in Objekt gebunden. I gleich 1 heißt, I ist temporär an das Objekt 1 gebunden. Und danach die Zuweisung I gleich 2 heißt, I ist nicht mehr gebunden an das Objekt 1, I ist gebunden stattdessen an das Objekt 2. So, und da gibt es tatsächlich auch Namen I, die kein Objekt haben. Die sollen an das, nicht an ein Nichts, sondern an das Nichts gebunden sein. So ist es tatsächlich formuliert in der Originalliteratur. An das Nichts, also das Ausrufezeichen in Klammern stammt von mir und das Kursiv und Unterstrich stammt auch von mir, aber ansonsten ist die Formulierung aus der Originalliteratur. Das erinnert natürlich sofort an Wörter wie Null in Java oder Void, auch in Java, aber es gibt Programmiersprachen wie zum Beispiel in C und C++, wo das, was ich aus Java als Null kennen, heißt dort tatsächlich Void. Also gehen wir nochmal zurück. Könnte ich mir gut vorstellen, als Vorübung für Schülerinnen und Schüler, wo das Ganze noch nicht am Computer stattfinden soll, sondern erst einmal haptisch in der realen Welt, dass man tatsächlich solche Objekte bastelt, Zettel mit einer Zahl 0, 1, 2, minus 1, minus 2 und so weiter drauf. Natürlich nicht alle 2 hoch 32 Werte von int so als Zettel geschrieben, versteht sich. Und dass man dann solche Spiele dann tatsächlich spielt mit solchen Namen und solche, also auf Zetteln genauso. Was mir mein Eindruck dabei ist, aber dass das sehr gut auf das dieses Referenzierungsmodell scheint ganz gut auf den Fall Referenz verweist auf Objekt zu passen, ja. Weil wir haben ja auch hier die Situation, ein Name ist temporär an ein Objekt gebunden, aber es können auch mehrere Namen natürlich temporär an dasselbe Objekt gebunden sein. Es kann mehrere Variablen geben mit demselben Namen, nicht? I gleich J und schon haben I gleich J, sie sind I und J an dasselbe Objekt, an dieselbe Zahl 1 gebunden. Also scheint eher auf diesen Fall ganz gut zu passen. Inwieweit es auf den grundlegenden Fall, wie Sie es bei primitiven Daten in Java kennen, passt und was ja eigentlich auch vielleicht erstmal der erste Fall sein sollte, mit dem man vielleicht in der Mittelstufe anfängt, mit anderen Programmiersprachen als Java, wenn es geht. Das ist natürlich dann noch die Frage, wie gut das da funktionieren wird. Mal eine Frage. Ja. Bei diesem Modell könnte es doch den Anschein erwecken, dass es sozusagen jedes Objekt schon gibt. Also das ist schon. Genau, man stellt sich vor, dass diese, also vergessen Sie jetzt vielleicht das Wort Objekt im Zusammenhang mit Java, was man mit New erzeugen soll, sondern die Idee ist sozusagen nach meinem Verständnis, es gibt da einen virtuellen Raum, in dem es schon eine 0 gibt, eine 1 gibt, eine 2 gibt, eine minus 1 und eine minus 2. Die sich irgendwie materialisiert haben zu Objekten. Also stellen Sie sich vielleicht wirklich vor, wir haben diese Zettel 0, 1, 2, minus 2, jeweils auf einen Zettel eine Zahl und wir haben andere Zettel mit Namen, I, J und so weiter. Und I gleich 1 bedeutet, wir legen den Zettel I auf den Zettel 1. So ist vielleicht eine sinnvolle Vorstellung, was man sich unter diesem Modell vorstellen könnte, nach meinem Verständnis. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Also es geht nicht um ja. Operator New und es geht nicht um Objekte wie in Java hier. Ja, nee, das habe ich schon verstanden. Ich meinte halt nur vielleicht, dass es für die Schüler eventuell, falls es dann sozusagen auch der Kontext mit Java dann kommt, dass es dann für die Schüler könnte. Genau. Später könnte es ein Problem geben, wenn die Schülerinnen und Schüler daran gewöhnt werden müssen,
dass die Objekte nicht da sind, sondern mit Operator new erstmal eingerichtet werden müssen. Beziehungsweise bei primitiven Datentypen reden wir überhaupt nicht in dem Sinne von Objekten in Java. Also in der Mittelstufe, wir reden hier vielleicht wirklich von Ansätzen, die potenziell eher in jüngeren Klassen interessant sind, wo man, hoffe ich mal, nicht mit Java beginnt. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, in der Mittelstufe mit Java zu beginnen. Aber gut, ich habe das nicht in der Hand. Sonst noch Anschlussfragen oder weitere Fragen zu dieser Folie? Nein, danke. Okay, gut. So, in deklarativen funktionalen Sprachen hatte ich kurz eben angesprochen. Sie kennen, wenn Sie bei mir die VOP gehört haben oder in den Jahren davor, kennen Sie Racket als funktionale Sprache. Solange wir in reiner funktionaler Sprache bleiben, gibt es keine Variablen, sondern es gibt nur Namen werden einmal, ein Name, ein Bezeichner wird einmal einem Wert zugeordnet und dann bleibt es dabei. Ja, das kennen wir nur von Konstanten in Java, beispielsweise Konstante Pi gleich 3.14159. Aber eigentlich typisch oder eigentlich in reiner funktionaler Sprache ist eigentlich nur genau das möglich mit allen Werten. Es gibt keine Möglichkeit in einer rein funktionalen Sprache, einen Namen nachträglich einen anderen Wert zu geben. Es gibt ja eigentlich überhaupt keine Zeit. Es gibt gar keine Ausführung. In einer rein funktionalen Sprache gibt es überhaupt keine Ausführung, keine zeitliche Ausführung des Programms. Wenn Sie das nochmal rekapitulieren wollen, dann schauen Sie ins Kapitel 040 in der VOP. Also diejenigen von Ihnen, die keine VOP bei mir gehört haben, Sie können in Moodle, Lernportal Informatik, in die letzte VOP sich selber einschreiben und dann in den Vorlesungsfolien Kapitel 04 CC wie Cäsar das nachschlagen. Da bereite ich den Unterschied auf zwischen funktionalen Sprachen und prozeduralen, imperativen, objektorientierten Programmiersprachen. So, nur Konstanten. Das heißt also, wir haben da gar nichts derartiges. Wir brauchen gar nicht drüber nachzudenken, eigentlich. Aber wie Sie auch in dem Beispiel Recke sehen, auch das arbeite ich in dem Kapitel 04c kurz und prägnant, hoffentlich verständlich auf, dass das eigentlich, das macht, man kann im Prinzip alles damit programmieren, was man auch anders programmieren kann. Nur es ist extrem mühsam und deshalb. Deshalb hat man sich zähneknirschend dafür entschieden, auch Sprachkonstrukte reinzubringen, die eben im Grunde antifunktional sind. Achso, Entschuldigung, ich habe immer von 04c, CIC gesprochen, das war falsch. 04d, D wie Dora. Bitte nicht zu entschuldigen. So, an dieser Stelle sind wir jetzt mit der Zeit um. Es macht keinen Sinn, großartig auf das nächste Thema einzugehen. Das dauert doch etwas mehr, als wir heute noch Zeit haben. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Dann möchte ich die Vorlesung und damit die Aufnahme beenden.